Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Stardew Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde FIFA 24. Eigentlich wollte ich heute was ganz anderes drehen, allerdings, kam da was ein bisschen dazwischen, würde ich mal sagen, deswegen spielen wir jetzt hier FIFA. Ich würde sagen, let's go. Wir spielen heute gegen England, genau, im Achtelfinale. Heute schaut die ganze Fußballwelt. Ja, auf jeden Fall. Wir beginnen jetzt mal hier. Ich schalte mal mein Dings auf 4. So. Ich habe den Schwierigkeitsgrad auf Profi. Eigentlich wollte ich ihn auf Weltklasse lassen, aber ich habe mal so einen Test oder gespielt und ja. England. Ist nicht so geil gelaufen, würde ich mal sagen. Sehen wir dann, aber ich werde das wahrscheinlich im Viertelfinale dann höher machen. Wird auch weil ich sehe jetzt schon wieder, dass ich zu nicht anders sein. Die einfach neu gemischt. Hochkomme und der hat sich gerade verletzt, geil. Das ist die Aufstellung der Mannschaft. Im Tor ist Manuel Neuer. Jonathan. Nein, doch nicht. Na, auf jeden Fall. Und Kai Havertz ist heute erstmal der einzige echte Stürmer. Die Aufstellung der Engländer. John Wer Stone ist das? Spielt gemeinsam mit Louis Dunk in der Verteidigung und der einzige Stürmer ist Harry Kane. Hm. Nein, mein Spieler. Er wurde ermordet. Genug. Oh nee, auch noch er. Den anderen. Ach, der Müller, der Thomas. Der Thomas Müller, der schafft das auch. Jo, er wurde komplett zerstört. Okay, da müssen wir jetzt auf jeden Fall gewinnen. Auf jeden Fall werde ich im Viertelfinale wahrscheinlich den Schwierigkeitsgrad auf Weltklasse machen. Ich glaube, der jetzige ist ja auf Profi und ganz dann mache ich einen weiter. Im Viertelfinale ist dann auf Weltklasse. Genau. Schon wieder vergessen. Am Ball groß. Wird's. So, jetzt aber. Sie in Führung ja, gut, also, ich weiß ja nicht, woran das lag, also, keine Ahnung, vielleicht daneben geschossen oder so? Mist, nicht getroffen. Oh, komm schon, ich muss ja nur ein Tor schießen. Für Gündogan. Ja, nicht ihr Engländer. Ihr seid im Finale. Oh. Der wäre drinnen gewesen. Die Situation bereinigt von Kimmich. Ball ist bei Jude Bellingham. Können wir jetzt mal den Ball bitte wegschießen hier? Zu meiner 16 raus. Nicht in etwas Zählbares ummünzen. Nein, du kriegst den Ball nicht. Das hätte die Führung sein können. Es ist ein Alu-Treffer. Es ist ganz viel Pech. Und jetzt auf jeden Fall ist das Pech. Ich habe aber auch gerade ein bisschen Pech. Also man merkt schon, dass ich den Schwierigkeitsgrad auf Profi gemacht habe, weil der vorher weiter unten war. Deswegen habe ich auch immer so viele Tore geschossen. Und einer in den Kommentaren hat es auch geschrieben. Du hast den Schwierigkeitsgrad bestimmt zu niedrig. Was ja auch stimmt, ne? Deswegen habe ich den dann ein bisschen höher gesetzt. Sie holen sich den Ball. Ja, deswegen. Mann, jetzt. Impala, ich habe außerdem X gedrückt. Das wollte ich natürlich nicht, ne? So. Phil Foden. Gib mir diesen Scheißball, Alter. So. Bam. Jetzt aber, let's go. Oh yes. Flanke auf den langen Pfosten, die kommt gut. Die Parade kommt, aber es bleibt. Ja, Junge, und dann springt der auch noch nach vorne, ne? So ein blöder Fans Torwart bist du. Erstmal durchatmen. Nein. Havertz. Chance für Havertz. Bam, Alter. 1-0 für den. Fürs deutsche Team. Ich gerade einfach komplett vergessen, was ich sagen wollte.
Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Erst zieht er an seinem Mann vorbei und dann fällt das Tor natürlich. Den kannst du auf diese Distanz gar nicht mehr verschießen. Jo, geiles Tor. Geiles Tor, geiles Tor. Ich habe schon wieder vergessen, wer es geschossen hat. Havertz, okay. Sorry, Havertz, ich habe leider vergessen. Rückstand jetzt also für England. Schauen wir mal, ob sie eine Antwort finden. Okay, nein. Jetzt machen wir direkt noch das zweite, würde ich mal sagen. Ja, Junge, das ist natürlich der Foul, ne? Mal für die Engländer pfeifen. Du Engländer. Egal, ich beschwere mich nicht, ich habe ein Tor. Rice. Ja, setzt sich schön durch. Oh. Gut durchgesetzt auf jeden Fall nicht. Na gut, ich mich jetzt auch nicht. Die Balleroberung eben macht nichts. 1-1. Will er nur gewinnen. Im Achtfinale. Achso, wenn wir 1-1 schießen, dann müssen wir ja so oder so Elfmeter und sowas, ne? Na gut, dann könnt ihr es gerne machen. Die machen es auch noch wirklich recht blöd, Win. Geht nicht rein. War natürlich eine riesen Chance, da müssen sie mehr draus machen. Ja, nicht so blöd. Bam, 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 bam. Weiter, die deutsche Mannschaft gibt Vorteil. Oh ne, ich hätte den Ball klauen können. Die Engländer jetzt. Aber da machen sie dicht. Chance zum Konter. Ja, so, und jetzt Müller. Weil du gerade gegrätscht wurdest. Blöder Müller. Schieß doch mal. Oh, mach nicht mal allein Gänge. Ey, der Fall ist wirklich bei jeder Kleinigkeit, oder? Wer bist du, Schiedsrichter? Wer bist du? Na komm, schieß. Oh. Die Nachspielzeit wird angezeigt, keine Minute gibt's da oben drauf. Nö. Ja, schade, will ich dann mal sagen, ja? Halbzeit. Ja, mein Beileid, es tut mir natürlich sehr leid für die. Nämlich gar nicht. Okay, weiter geht's, würde ich mal sagen. Schweiz gegen Kroatien. Ich glaube, wir müssen wirklich gegen Kroatien spielen. Mal sehen. Der Kroate. Okay, wir machen auf Spiel fortsetzen. Und also wenn wir wirklich jetzt gegen Kroatien spielen müssen im Viertelfinale. Geil. Jetzt hat er mal nicht gepfiffen, danke. Das ist sehr nett von dir. Da ist die Chance. Na, Mist. Rennen. Toni Kroos. Die Chance. Bam, und das zweite 0. Er macht das Tor. Neue Führung damit also. Zwei Tore. Oh, ein Beileid England. Ich hoffe aber, dass sie im Finale gewinnen. Ich habe keinen Bock, dass Spanien bin. Mal sehen. Schauen auf die Wiederholung. Ja, wenn er so perfekt kommt, dann ist er nicht zu halten. Tolles Tor. Ja. Erstmal ins Game. Okay, weiter geht's. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Auf jeden Fall läuft es für mich. So, ein bisschen hier rumtänzeln. Und verkackt. Ja, das ist normal. Trip hier. Wir schauen auf diese über Kai Havertz. Nein. Ganz stark gemacht, das gibt. Mist, Florian Wirtz. Ja, das war natürlich eine klasse Aktion. Da hat man wieder gesehen, er behält eigentlich. Dafür wärst du sterben, Alter. Ein Torhüter, also bei dem Spiel. Das ist gut. Damit habe ich jetzt selber nicht gerechnet, dass er reingeht. Haben wir hier alle gewartet. Das ist einfach eine seiner großen Schuhe. Junge, was war das für ein Tor?
ein Riesenspieler. Da kommt der Treffer nochmal, erst die Ecke und dann das Tor aus kurzer Bam. Distanz. Damit habe ich selber gar nicht gerechnet gerade. Ich habe gedacht, ich schieße daneben, Alter. Scheinbar ist er noch reingeflutscht. Reingeflutscht ist er. Führung für Deutschland. Nun 3 Tore. Ja, also wir gewinnen, glaube ich. Nicht so wie in Real Life. Bei der Achtelfinale. Ne, wir sind noch bis zum Viertelfinale gekommen. Ne? Und dann sind wir rausgeflogen. Durch Spanien. Ah. Ja, durch Spanien sind wir ja dann mal rausgeflogen. Weil wir keinen Elfmeter gekriegt haben bei diesem Handspiel. Und ganz ehrlich, es war einer. Aber da hat irgendeiner wahrscheinlich wieder den Schiri gekauft oder ein bisschen. Da senkt sich der Regal gemacht haben. Vielleicht hat er einfach für Spanien 2-1 getippt. Deswegen wollte er keinen Meter geben. Warte mal. Oh. Mann. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Jetzt bin ich hier komplett frei. Und der Havertz schießt rein. 4-0. Also ich glaube, ich muss echt den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Junge, ich mache ja hier schon wieder nur Tore. Für die Finale wird dann auch mit Weltklasse. Also, dass ich auch wirklich über... Also die haben ja schon wieder hier keine Chance irgendwie. Na gut, ist auch England, ne? Da setzt sich durch. Und jetzt Müller. Bam. 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 Wirtz. Bam. Ball zurück zu Müller. Aua. Warum darf Müller denn kein Tor schießen, Engländer? Ihr habt meinen Gündogan verletzt, ja? Der arme Gündogan. Den Ball hat er. Thomas Müller jetzt. Ja, Müller. Guck mal, er wird nur umgelegt. Shaw. Er ist Foden. Shaw. So, Müller, wo bist du? Der Thomas. Hallo. Harry Kane. Ja. Haben Sie gut aufgepasst. Ich dachte, das wäre jetzt Elfmeter, aber scheinbar nicht. Der Müller. Kurzer Blick zur Uhr. Der Thomas. Stündchen haben wir noch. Thomas, hier, bitte sehr. Oh. Müller verliert hier den Ball. Na? Oh. Jetzt aber. Er zieht vorbei. Ah, Mist. Da ist der Ball weg. Ah. Okay. Harry Kane. Ihr schießt kein Tor mehr, nein. Ja. Alexander Arnold. Harry Kane. Ja, schlecht. Schlecht. Schlecht, würde ich da mal sagen. Es wird gewechselt. Ecke kommt in den 16er. Kane, der geht nicht rein. Nein. Den Ball hat er gut geholt. Eine Riesenchance. Neuer Abzug, ganz sicher. Verhindert er den Treffer aus kurzer Distanz. Die Ecke kommt rein. Ja, nimm ihn. Danke, Neuer. So, 3 Minuten. Da wollte ich jetzt nicht hinschießen, aber okay. Bellingham. Ball jetzt bei Harry Kane. Foden.
entscheidet auf Elfmeter für England. Mann. So, keine Karte, klar. Den Elfer muss. Wenn ich getroffen. Let's go. Und jetzt ist diese Szene beendet. Sie machen schon sehr früh Druck. Also dumm. Hä? Also ich. Die hätten jetzt ein Tor geschossen so eigentlich, aber. Anscheinend haben sie den nicht reingemacht, ne? Ball zurück zu Müller. Der Thomas. Bam, Alter. Tage gibt es wieder das Tor. Wieder ist der Ball drin. Den Sieg haben sie eh schon News. In der Tasche. Jetzt tun sie hier ja, nur noch News, für die Galerie. Ja, da. Jetzt habe ich es richtig ausgesprochen. Ich krieg den Namen einfach nicht auf meinen Wir blicken Dings noch mal rein, kurz auf diesen Treffer. Erst die Flagge. Ja, ich glaube, das war's. Ne? Jetzt pfeift er gleich ab. Ah, er hat schon mal gefunden. Stark. 5:0. Also hier bei der EM 2024. Das sah fast schon mühelos aus. Alles im Griff. Ich bin gespannt, was für Sie in diesem Wettbewerb noch wird. Okay, Leute. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, ein Abo und Kommentar. Schaut aus über meinen Discord vorbei. Der ist unten in der Videoschau verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr keine mehr verpasst habt. Schaut rein oder erst noch.